was thee, not Blythe it seemeth. Even in my slumber I sensed it. It is in thy possession, is it not? The hidden treasure of Nokron. My thanks. Finally all the pieces are in place. Soon must I begin my journey. Upon the dark path only I may tread. So, für alle, die gerade zugeschaltet haben, mein Mikro war leider aus jetzt die erste Zeit. Irgendwie fehlte da was, die ersten eine Minute da, eine Minute 30. Aber jetzt bin ich dabei und ja, ich habe in der letzten Folge haben wir den Elch besiegt und wir haben nicht nur den Elch besiegt, wir haben auch die Fingertöterklinge da bekommen und alles Mögliche. Und ich weiß jetzt nicht mehr, was wir da machen sollten in der Gegend, deswegen bin ich zurück zu Rani und schnacke mit ihr. Ich konnte mit ihr reden, aber es passierte anscheinend nicht viel. Ah, but before I leave, I shall entrust thee with this. Was denn? Umgekehrte zarianische Statue. My thanks for thy sterling efforts. A strange gift perhaps. But a rare sort such as thee would welcome it, I'm sure. I am certain now. Fate steered us to our reunion. I must thank Torrent too for his part. You may leave now. It was but brief. But thou gavest me fine service. Okay. What is it? You may go. I too am to depart on a journey. Upon the dark path, only I may tread. Hm. Okay, da weiß ich jetzt nicht, was wir da machen sollen. Haben wir diese Klinge denn noch? Die könnte man ja auch mal benutzen, vielleicht. Ist gar nicht so schlecht. Großer Degen, weiß ich es mal. Haben wir ihr die gerade gegeben? Anscheinend, ne? Okay, wir haben jetzt diese syrianische Uhr bekommen. Wofür ist die denn gut? Huch. Was bringt mir die denn, diese Uhr? Da ist meine. Müssen wir Kräuter sagen? Schlüssel da. Was kann die denn? Auf den Kopf gestellte Statue eines Gelehrten enthüllt die verborgene Form des syrianischen Lehrsaals, der zum heiligen Turm führt. Bringt sie am Sockel der Himmelskugel an, um das Geheimnis zu lüften. Ach so. Warte mal. Können wir mit der vielleicht? Ich weiß es nicht, aber. Können wir mit der vielleicht in diesen Turm rein? Nee, oder? Oh. Also wenn das, was ich glaube, dann können wir auf jeden Fall in diesen Turm rein, der immer verschlossen war, wenn das damit was zu tun hat. Ich weiß es aber nicht. Mal gucken mal. Könnte ich mir fast vorstellen. Ups, falsche Richtung. Hengstchen. So. Wir haben ja noch einen Turm hier. Wo wir nichts machen können, aber dann können wir doch jetzt mal vielleicht hin. Da drüben, der Turm. Den konnten wir die ganze Zeit nicht benutzen. Aber vielleicht können wir mit dieser Uhr, weil da steht ja drin, dass es das öffnen soll. Könnte ja sein, dass das dazu passt. Ist immer noch zu. Aber warte mal, vielleicht können wir die Statue benutzen. Können wir verdammt reingehen? Rennersturm aktuell fest verschlossen. Hm. Nee, können wir wohl nichts machen damit. Oder muss ich die rausholen irgendwie? Schlüssel, der die verbogene Form der zerrissenen Leersalz enthüllt. Hätte ich jetzt gedacht, dass man das irgendwie dafür nutzen kann, aber das kann man nicht. Wo kann man das denn noch finden? Cera. Das ist ja denn hier. Nee.
Warte mal. Was stand da? Karianisch, das ist doch hier bei uns. Aber wo, welcher Lehrsaal ist denn gemeint? Karia, nicht Zera, sondern Karia. Frage ich mich gerade. Nein, den kennen wir ja gar nicht. Was anderes gab es hier nicht, ne? Wo man noch rein konnte? Aufsammeln hier goldene Rune. Nehme ich gerne alle mit. Hier kann man auch nichts anderes machen, ne? Was steht denn da? Sie dürfen nicht voraus. Was steht hier? Preiset Nachricht, es wird der Turm. Hm. Gibt es noch andere Sachen, die man machen kann? Nee. Ich schau mal ganz kurz. Kann man außen rumrennen, ob es hier irgendwas gibt, wo man was machen kann? Kann man auch nicht, ne? Wundert mich so ein bisschen, dass man da nichts... Ich hätte jetzt fast gedacht, dass es das ist, aber naja. Sagt denn die... Sagt sie uns denn noch irgendwas, da die Hexe da oben? Vielleicht sagt sie uns doch noch irgendwas. Oder hat die uns irgendwas gesagt, was ich übersehen, überhört habe? Kann ich noch mit dir sprechen? Hallöchen, Wölfe. So, sprech mir nochmal mit ihr. Ich muss sie nochmal fragen. Bin mir nicht sicher, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich da irgendwas, dass sie noch irgendwas zu uns sagen kann. Irgendwas. Ich muss, vielleicht kann ich sie nach der Figur fragen, oder diesem jemand. Oder irgendwie bringt die mir nichts. What is it? I too am to... Hm. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Also wir haben diese. Wir haben ja diese. Dings bekommen da. Aber was können wir damit? Hm. Okay, aber... Sagt nichts weiter sonst, ne? Ich bin auf einer auf dem dunklen Weg. Nur ich... Das ist doch merkwürdig. Nun gut. Irgendwas müssen wir damit machen können. Ich weiß bloß nicht was. Hä? Bin hier reingekommen. Blöder Köter. Köter. So, einmal hier runter. Ich kann auch nicht abschneiden, ne? Ach, warte mal, warte mal, warte mal. Geh doch mal auf mein Inventar. Ach, das ist das vom Schimmerschein der Akademie, ist das okay. Hab jetzt irgendwie. Mit ihr rede da oben. Quatsch, wenn ich hochgehe und nicht mit ihr rede, sondern ich kann ihr aber auch nichts zeigen, ne? Das ist das Problem, glaube ich. Kann ich ihr was zeigen?
Ist sie ganz weg? Jetzt habe ich hier ein Feuer. Ja, toll. Haben wir noch eine Gnade? Ja, super. Aber sie ist weg. Steht hier irgendwas? Hätte ich nur dies Liebhaber. Okay. Hm. Nee, also ich glaube, hier kommen wir gerade nicht weiter. Ich gehe nochmal zum Turm. Wenn das nicht klappt, dann müssen wir halt irgendwas anderes machen, ne? Ich wüsste jetzt auch noch nicht was, leider, aber... Verstehe, warum die Gnade direkt da drüber und da drunter ist. Macht irgendwie auch keinen Sinn, oder? Mal zwei Gnaden an einer Stelle. So, ich reite nochmal zu dem Turm. Gucken, ob ich da irgendwas mit dieser karianischen Uhr machen kann. Weil irgendwie, glaube ich, hat die was zu tun damit. Aber was genau, weiß ich auch nicht. Also das Spiel ist echt voller Geheimnisse. Und ich glaube auch, selbst wenn ich durch bin, habe ich wahrscheinlich nur die Hälfte entdeckt. Okay, jetzt der Turm auf. Okay, da muss ich wahrscheinlich einmal wieder, so wie wir es auch von der Tafelrunde kannten, einmal Gnade aktivieren und dann, okay. Jetzt gehen wir hier rein. Oder ist es, weil sie weg ist, weil die Hexe weg ist, dass sie dann sagt, jetzt kannst du da reingehen, man weiß es nicht. Gehen wir mal hoch. Mal sehen, wo wir hinkommen. Das Tor da drüben. Hut der Schneehexe. Robe der Schneehexe. Rock der Schneehexe. Okay, das bringt mir natürlich nichts. Das ist natürlich nur was für Zauberer wahrscheinlich. Kann man hier noch irgendwas machen? Das geht auf jeden Fall höher. Kann man auch aufs Dach springen. Kurz was gucken und dann geht es nicht weiter, okay. Hätte ja sein können, dass es hier einen Geheimweg gibt, irgendwie. Gibt ja, ist ja alles voll mit Geheimwegen immer hier. Deswegen, okay, gehen wir nach oben. Gucken, was der Turm uns, was uns im Turm erwartet. Ein Portal. Dann teleportieren wir uns mal. Magie, aber Loch. Ja. Gut, los geht's. Hauptarm der Einsel. Oh Gott. Eine Karte hier? Da oben bin ich. Okay. Da müssen wir erstmal ein Leuchtfeuer. Das sollen wir einsammeln. Wir sammeln erstmal das hier ein. Das müssen wir aktivieren. Ich glaube, wenn wir das nicht aktivieren, sind wir verflucht. Was haben wir denn da gerade eingesammelt eigentlich? Was stand da? Winziger Rani oder was stand da? Da ist der Hut. Der Hut bringt nicht so viel. Schau mal. Hä? Da stand doch irgendwas von wegen... Irgendwas mit winziger Rani stand da oder so. Habe ich falsch gelesen. Da. Winzige Rani. Eine Puppe ähnelt Rani die Hexe. Die Puppe regt sich nicht und ist angenehm kühl. Okay. Gut, aber ich will mal ganz kurz was gucken bei meiner Ausrüstung. Bringt das was, wenn ich hier so ein paar Sachen ändere? Naja, meine Ausdauer geht ein bisschen höher, aber alles andere wäre ich schlechter. Ja, okay. Ist nichts für uns so in dem Sinne. Wir rasten nochmal hier kurz. Wir alles voll haben. Und dann... Wir können sogar mit der Rani sprechen da unten. Sagt nichts. Was? Die sagt nichts.
Vielleicht ist sie noch nicht ganz richtig wach. Kann man mit der nicht reden? Oh. A dogged fellow, aren't we? Or is it merely thy habit to talk to dolls? Fine. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. What? Was will sie denn? Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. Okay. Also müssen wir jetzt für sie kämpfen, für die Puppe? Also ist das Rani, die... Das bin ich ganz verstanden jetzt. Was soll man jetzt machen? Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich müssen wir jetzt hier irgendwie uns hier durchkämpfen. Bis wir irgendwo hinkommen. Ich habe keine Ahnung. Weil ich habe ja auch keine Karte hier. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Karte. Gibt es hier eine Karte hier irgendwo? Die kann man schon irgendwo finden. Behaupte ich mal. Obwohl, am besten längst, am besten in diese Richtung, ne? Weil hier hinten war nichts mehr, glaube ich. Obwohl, da können wir auch nochmal hingehen. Gucken wir gleich mal. So, wir rennen erstmal in die Richtung hier. Guck, ob da hinten noch irgendwas ist. Wir wollen ja auch nicht alles übersehen, ne? Das wäre auch ein bisschen ärgerlich. Also ich sehe da irgendwie eine Kiste oder was. Da sehe ich auch gar nichts hier. Oh, hier geht's ins Tiefe, kann man nicht weiter. Okay. Gut, dann geht's in die andere Richtung. Diese Statue. Marika-Statue, okay. Das heißt, es kommt irgendwie bossmäßig was? Oh. Da müssen wir schon aufpassen. Was macht er denn da? Wollt ihr mich gerade veräppeln? Alter, der muss sich ein bisschen ausweichen bei dem. Jetzt habe ich gar kein Leben mehr. So. Ich hole meine Hunde einfach mal raus. Was ist das da hinten denn? Das ist ja riesig. Okay. Alter, ich laufe hier weg. Das ist ja riesig gesehen. Kannst du überhaupt angreifen? Warte mal. Keine Pfeile, ach warte. Okay, warte mal kurz. Geht das nicht?
Oder muss ich bei... Brauche ich die hier? Okay, getroffen. Weg! Oh, bin getroffen. Nur ein Pfeil zur Zeit. Das wird auch zu lange. So. Ja, man kann die platt machen. Dauert noch ein bisschen. Okay, bin ich getroffen. Jetzt aber. Okay. Dunkelschmiedeschein 7. Och, fick dich doch. Ich brauche 6. Obwohl ich 7 und 8 schon habe, ist natürlich nicht schlecht. Aber 6 wäre natürlich noch ein Tick geiler. Okay, die müssen wir auch irgendwie platt machen, aber... Laufen erstmal hier hinten längs. Große Viecher haben wir schon mal tot. Das war gut. Da liegt noch eine... Da ist noch eine Dingspflanze da hinten. Mal blöd. Warum trinke ich was? Ich wollte nichts trinken, wollte nur das einsammeln. Geisterteil-Lilie 6. Oh! Boah, fuck, Alter. Gut. Vielleicht noch eine Leiche. Goldene Rune 7. Ja, aber arschviele Gegner. Wow. Okay, wir haben ja ein paar gekillt. Ich glaube mal, dass wir drüben noch einsammeln. Ich weiß jetzt hier 6-6. Ich gehe trotzdem hier länger. Von da sind wir gekommen, ne? Ja, okay. So, dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Nee, wir gehen einmal zurück und machen uns einmal stärker. Und dann gehen wir weiter, weil zwar kommen dann die Gegner wieder. Ich hoffe einfach, dass das große Mottenviech weg ist. Weg bleibt. Könnt ihr gut vorstellen. Bei der anderen weiß ich es halt nicht. Dann müssen wir uns überlegen, wie wir die am besten platt machen können, da die. Was habe ich da? Das wäre eine Lilie. Oder gar nicht. So. Nein, das ist für mich auch das Normalste eigentlich. Machen wir mal einen Stufenaufstieg. Da, Stärke. So, dann lass uns mal hinlaufen.
Nur die Gegner. Ich muss mal gucken, wie ich die Gegner gut platt machen kann, ohne dass sie zu viel Schaden nehmen. Kann man ganz gut killen, dass man sich da groß anstrengen muss. Man darf bloß nicht dicht dran gehen. Die Frage, ob wir da hinten noch die Dings noch killen sollen. Liegt ja auch noch was. Ja, okay, warte. Wow. Okay. Menschenknochensplitter. Das Problem ist, wenn ich die Hunde rauslasse, habe ich Angst, dass die Hunde alles angreifen. Und dann wird es ein bisschen schwierig. Weil eigentlich wollen wir ja nicht alles angreifen. Aber ich würde trotzdem ganz gerne wissen, was, ob die Pflanze dahinter uns irgendwas geben würde. Dafür muss ich natürlich die anderen Typen auch noch killen hier. Wofür ist denn das hier? Gekillt. Oh, bin ich im Wahnsinn verfallen, was heißt das? Im Grunde bin ich noch nicht im Wahnsinn verfallen, wie ich sehe. Oh, fuck. Okay. Das war blöd. Von mir. Ja, wie müssen wir doch da reinkommen, ohne dass wir die ganze Zeit noch sterben? Kann man gar nicht vorstellen. Ich hab mich gerade total. Na gut. Lass uns jetzt erstmal weiter forschen. Da hinten war ja auch nichts mehr. Oh! Die geben mir eigentlich ganz gute Punkte, die Viecher, ne? Hör mal drauf so. Aber jetzt muss ich meine Sachen wiederholen, das ist das Problem. Ich sehe gerade, die ist auch wieder da, aber ist uns auch egal, wir müssen ja nicht gar nicht da hinten mehr hin, oder?
Oder ist da hinten irgendwas, was wir brauchen? Ich glaube fast nicht, ne? Wir waren ja schon ganz da hinten, oder nicht? Wir laufen einfach mal hier längs. Ob es hier irgendwas gibt. Ne, da geht es nur tief runter, das machen wir lieber nicht. Und dann laufen wir jetzt wieder zurück. Brauchen wir eigentlich nicht hier killen. So, ich nehme mal meine Hunde sicherheitshalber mit hier. Und dann gehen wir jetzt in diese Richtung, ne? Ah. Das war einige von denen noch, wie man sieht. Einige viele. Sehr, sehr nervige Hunde, Menschen, Viecher. Lass mich unten längs gehen. Das Einsammeln, was wir hier finden, Gassteine. Hier geht's runter. Okay, die Wölfe kommen nicht mehr hinterher. Oh, ich dachte, da kommen irgendwie Gegner, aber das sind keine Gegner. Das ist nur so ein weißer Geist. Hier noch eine Leiche. Oh, nein, Alter! Ah, okay. Das stimmt ein bisschen. Ich dachte, die wäre so ein bisschen stärker, aber war die gar nicht. Aber trotzdem ekliges Viech. Tut mir leid. Da ist noch so ein Viech da oben. Oh! Wow! Okay, sind einiges oder sind sogar welche, die fliegen können. Puha. Sind viele, aber da liegen leider auch viele coole Sachen. Vielleicht können wir die für irgendwas gebrauchen, man weiß es nicht. Wir brauchen auch eine Karte noch für das Gebiet hier. Die kommt bestimmt hier unten irgendwo. Irgendwann vielleicht. Müssen wir mal gucken. Da sind auf jeden Fall zwei Viecher. Ich weiß nicht, ob ich einen anlocken kann mit meinem Pfeil und Bogen, beziehungsweise mit dem Speeren. Und dann gucken wir am besten mal, wie wir die fertig machen, oder? Ja, lass uns die mal anlocken, pass mal auf. Lass uns die da hinten mal anlocken erstmal. Ist tot. Hab keine Pfeile mehr, okay. Platt machen können, das Viech da.
Man kann auf jeden Fall einiges noch einsammeln hier. Schildfett. Okay, wir lassen das mal. Das ist zu gefährlich, mit zwei Leute gegen zwei Viecher jetzt zu kämpfen. Gehen wir erstmal hier runter. Da unten ist noch eine Geisterlilie. Die holen wir uns schnell. Das heißt, beim nächsten Feuer können wir auch einmal zur Tafel reisen und diese Geisterteile mal abgeben da. Dann können wir vielleicht unsere Hunde noch mal ein bisschen stärker machen. Noxtella, die ewige Stadt. Da unten ist auf jeden Fall ein Feuer. Kann ich einfach runterspringen oder kann ich auch, die Leiter benutzen, ne? Das machen wir schnell. Gut. Das ist hier. Aber ich will einmal hier runter zur Tafelrunde. Wir machen das einmal, dass wir einmal gucken, ob wir unsere Hunde stärker machen können. Macht ja schon Sinn. Und vielleicht unsere Soldaten auch. Look. Ich glaube, die, genau die brauchen wir, die wir jetzt haben, oder? Gräberteillinie, ach Mist. Warum komme ich auf Geisterteillinie? Weiß man auch nicht, ne? Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Und ich habe leider keinen Dunkelstein bekommen hier, was ich brauche. Das ärgert mich komplett. Aber lass noch einmal kurz. Ne, nicht hier. Ja, wo war denn nochmal diese. War das doch hier unten? Wo sitzt nochmal dieser Händler? Da würde ich mir jetzt ganz kurz was kaufen. Ah, hier, ne? Nein. Immer noch aufgemacht, ne? Wo waren die nochmal? Oben irgendwo denn, ne? Okay. Gut, wir müssen oben nochmal gucken. Ich will einmal zum Händler. Ich will einmal ein paar Pfeile kaufen, weil ist schon ein bisschen blöd ohne Pfeile. Nicht. Was hier, ne? Genau. Da. Kaufen. Was hat sie denn so da? Die brauchen wir nicht, aber. Ach Scheiße, kriegen wir diese blöden Bolzen. Bringt mir jetzt nicht so viel, ne? Also warte mal, ich kann mal kurz mit ihm reden hier. Und es abgeben. I see you found another great. Wonderful. You are make the journey to the capital, Lindell, that lies to the east of the Altus Plateau, at the foot of the Erd Tree. The two fingers will deny your passage no longer. You may be our best hope. Find you, for we are tarnished. No. Okay. So, jetzt warte mal. Jetzt gehen wir noch mal kurz raus. Und wir gucken mal kurz unser Inventar. Wir haben noch ein paar von den Runen. Die werden wir kurz verballern. Sind zwar nicht viele, aber kriegen wir noch ein bisschen was zusammen. Ne, kriegen wir nicht. Schade. Ja.
Zu wenig, ne? Na, es reicht auf jeden Fall nicht oben. Um. 28.000 brauchen wir dafür. Dann können wir noch zum. Gehen wir noch zum Händlerkurs und verkaufen was bei dem. Schon wieder ein paar Sachen, die wir eigentlich gar nicht brauchen, glaube ich. Well, I took you for dead. No matter, it's lay out your arms then. So, müssen wir auf jeden Fall mal 4.000 zusammenbekommen. Das verkaufen wir, aber brauchen wir noch einen gar nicht. Hier machen wir schon was verkaufen. Noch verticken können hier, was wir nicht brauchen. Was viel Geld wert ist. Oh, da müssen wir gleich mal zu der Echo-Tante gehen. So was rausbekommen bei der. Bei den Fingern. Da gehen wir nochmal hin. Vielleicht kann die uns noch irgendwas geben für dieses Echo. Ich weiß noch nicht was, aber testen es mal. Was gibt's denn da? Da gibt es einmal Großstandard-Axt. Regeneriert FP beim Besiegen von Gegnern. Ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Was ist das? Horn der Hahngeister. Das ist also ein. Sollen wir da irgendwas rausnehmen? Oder ist uns das komplett egal? Ach, weißt du, ist mir egal. Dann verkaufe ich das lieber. Beziehungsweise wir holen uns das. Los. Wir haben schon ein paar Punkte dafür jedenfalls. Und dann können wir uns stärker machen. Back already. No matter. Ja, da brauche ich. Ich wollte mich stärker machen und nicht hier hingehen. So. Ja, zieht sich gerade wieder alles, weil man hier so viel kontrollieren muss. Kontrolletti. Aber was soll's. So. Stärke. Stärke. Perfekt. Jetzt reisen wir wieder zurück, wo wir hin sollten. Hier hoch. Noxtella, die ewige Stadt. Genau. Aber da machen wir auch direkt Schluss da, denn bis dahin sind wir gekommen. Und das ist ja schon gut. Und das reicht ja auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.